Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück. Und ich denke mal, wir sind jetzt so langsam auf dem Weg zum Finale. Und wir schweben hier hoch, glaube ich, zum, entweder zur Waffe oder zum Stützpunkt von Stahl. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich glaube, zu Stahl wollten wir, also den Oberkommandeur quasi. Und den wollten wir zur Strecke bringen. Also müssen wir jetzt erstmal nach oben. Sieht aber schon geil aus, oder? Hier so. Easy going. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt genau hin? Ich drücke nochmal kurz auf Map-Marker. Der zeigt mir aber jetzt nicht direkt was an. Ausweichmanöver. Oh fuck, zielen die auf mich? Sind das Laser, die auf mich zielen? Alter, lasst mich ja in Ruhe, Leute. Wo muss ich denn überhaupt hin? Oh fuck, muss ich jetzt nach außen? Alter. Ah, okay. Da müssen wir hin. Na dann mal hoch da. Mit X war doch steigen, oder? Ja, ich glaube schon. Zumindest steigen wir immer noch. Für Schub L3 drücken, dann machen wir das doch mal. X nach oben, ja, machen wir. Um zu feuern. Muss ich jetzt hier schießen, oder was? Ich denke, wir infiltrieren jetzt das und gehen rein. Erstmal unentdeckt, aber nee, wir müssen wahrscheinlich gleich wieder ballern. So, surprise, motherfuckers. Ne, hier ist gar keiner. Wo ist denn jetzt genau die Öffnung? Da, oder? Da drüben irgendwo. So, jetzt sind wir hier. Sollen wir hier landen? Wir landen hier einfach mal. Oh, fuck. Oh, fuck. Haben die jetzt auf mich geschossen, die Assis? Übelst geil. Bam, bam. Oh, wir haben die komplette Brücke einfach mal zerrotzt. Ah, ne, doch nicht. Aber doch, teilweise. Sehr, sehr schön. Oh, fuck, da. Bam, bam, bam. Okay, ein bisschen zurückziehen. Wir können ja schön spammen. Also ich weiß nicht, ob die Waffe, die wir quasi jetzt gerade dabei haben, überhitzen kann oder so. Aber so wie es scheint, kann ich einfach nonstop diese Raketen losjagen. Da sind wir erstmal nicht großartig angreifbar, weil die ganz schön powerful ist. Oh, fuck, was, wo kam das her? Oh, hier. Bam. Da eine Rakete und die fuckt's einfach nur weg. Übel easy. Hässliche Motherfucker. Bam, 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 bam. Und hier, wie er vor uns fliegt, übelst geil. Scheiße, wir müssen erstmal schnell das Ding, weil sonst macht das uns am Ende doch noch Platz. Zerstören. So, ist weg. Okay, gut. Aber wo ist denn jetzt der Eingang? Wo wollen wir denn gerade hin? Noch höher? Ne, ach da. Wir sind angekommen. Ach, da müssen wir auch wieder hier Alakazam unsere Hand auflegen. Zutritt verschaffen. Wunderschön. Können wir immer noch ballern? Boom! Oh fuck, wir haben gerade. Ich habe mich gerade selber verletzt. Okay, jetzt sind wir wieder da. Was haben wir. Oh, jetzt nimmt er wieder Pistole mit, Alter. Da bin ich doch veralbern, oder? So, wir scannen direkt mal. Okay, erstmal noch nichts. Wir gehen einfach mal hier lang. Ah, öffnen. Und rennen hier. Da wollen wir auf jeden Fall nicht reinfallen. Das sieht nicht gesund aus. Und jetzt scheinen wir doch relativ zu infiltrieren, obwohl wir gerade mit Raketenangriff uns Eintritt verschaffen haben. Was ja dann doch nicht so sneaky ist, wie ich denke. Oh, hier, in Aufzug rein, okay. Surprise! Immer noch nicht. Oh, fuck. Alter. Krass, darf ich mir jetzt was raussuchen, oder was? Wir nehmen normale Granaten. Ich hätte schon ganz gern den ihre High Caliber Rifle da. Aber ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Aber die werden wir schon finden. Shotgun. Raketenwerfer. Pulver? Die war das, genau. Die will ich haben. Die ist geil. Bam. Gibt's die auch noch in verschiedenen... Ah, hier, gibt's hier einen Granatwerfer? Ah, ne, das ist eine andere. Das ist nicht die, die ich möchte. Ich möchte schon die. Aber die gibt's irgendwie nicht mit zweiten Modus. Aber das ist erstmal so relativ egal, weil die hat ja von alleine schon genug Power. Aber wir sind scheinbar direkt in den ihre Waffenkammer eingedrungen. Ah, hier gibt es sogar noch eine andere Knarre, einen Raketenwerfer. Einen Raketenwerfer, sag ich schon, einen Revolver, meine ich. Die hatten wir auch schon.
Voltage. Wie sieht die aus? Oh fuck, was ist das denn? Oh, wir rotzen mal kurz hier lang. Achso, das Raketenwerfer. Okay, nö. Das ist ja langweilig. Okay, sind wir erstmal ausgerüstet. Gehen wir weiter. Hand auflegen wieder. Oh, jetzt. Öffnen Sie die Tür bitte. Oh, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hier, Granate für dich, Motherfucker. Erstmal kurz scannen. Ja, ich sehe, dass da einer vor mir ist. Alter, treff den seinen scheiß Schädel nicht. Doch jetzt. Okay. Ah, nee, der ist noch nicht down. Komm, zeig dich. Der ist down. Ah, okay, der ist auch down. So, da komme ich mal rein hier zu euch, Leute. Oh, 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 oh. Jetzt ist er down. Hier gibt es wieder neue Gewehre. Raketenwerfer, Sturmgewehre. Oh, sogar die gute, die Pulver. Oder Palver, oder wie auch immer man ihn nennen mag. So, rüsten wir uns nochmal aus hier mit einem drum und dran. Und dann gehen wir mal. Ja, hallo. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße, das sind auch noch hier. Warte, offen lassen. What? Los geht's. Mach den klar, mach den seinen Scheiß. Oh, was ist denn mit der Drohne los? Na gut, dann schießen wir halt selber, Alter. Wenn es nicht gerafft kriegt. Oh, Alter, was machen die auf einmal für Schaden? Was macht die scheiß Drohne? Komm, wir machen jetzt mal Angriffsmodus und schicken die da rein. Jetzt flieg doch mal normal rein. Bam, 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 bam. Ah, ne, warte, 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 warte. Wenn die eh nicht näher kommen, machen wir jetzt voll... Oh, fuck. Aber jetzt hier, hol mich wieder. Wieso machen die jetzt auf einmal so übertrieben viel Schaden? Wir haben ja hier die hier noch mit ihrem zweiten Modus. So, und sobald die Bude wieder aufgeht, gibt's ordentlich von Sack. Komm, mach hier auf. Open the door, bitch. Oh, da haben wir's. Boom. Hat's ihn einfach mal weggehauen. Boom. Oh, vorbeigeschossen. Leck mich doch. Und nachladen erstmal. Die scheiß Tür soll einfach mal aufbleiben. Was muss vom Schwachsinn? Boom. Vor der Fresse. Alter, wie es den wegfetzt. Hier, Granate für dich, Motherfucker. Nachladen. Jetzt scannen wir mal kurz durch die Wand hier. Okay, oh, es sind ja noch jede Menge. Zeig dich. Pack mal auch noch eine Granate hier. Zack. Alter, die Granatenwurfmechanik ist irgendwie, die hab ich schon nicht so ganz gerafft. Wie der die in welchem Winkel wirft. Okay, nochmal kurz nachladen, dann gehen wir rein. Breach. Alter, open the door. So, rein, 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 rein. Hochklettern? Nee, machen wir es nicht. War da gerade einer mehr? Und solange die mich nicht von links flankieren, ist er eigentlich relativ easy hier. Tot, oder? Oh, fuck, da kommt einer mit hier. Oh, oh, oh. Gar nicht schön, gar nicht schön, gar nicht schön. Warte mal, wir gehen nochmal raus. Lasst mich mal... Nee, warte. Wir müssen den nicht extra rausgehen dafür. Oh, doch. Lass mich mal raus hier. Fuck, die Bude ist zu. Ah, leck mich doch, Mann. Oh, komm, diese Spassis mit ihrem hässlichen Schild, die hässlichen Hurensöhne. Und dann habe ich kein Adrenalin mehr gehabt. Aber jetzt sind wir da. Okay, wir sind immer noch drin. Tot. Da ist jetzt keiner mehr. Doch, da kommt einer. Oder? Da kommt einer. Okay,
So halt. Nochmal kurz nachladen, bis er kommt. Ohne lädt's wieder auf. So, geht mir nicht auf den Sack mit diesen abgefuckten Schildern, Alter. Wie viel Schaden die jetzt auf einmal machen? Ich werde so schnell rot gerade. Einfach nur krass. Alter! Da, down, Alter! Down geht's hier. Bam, Schädel. Alter, was ist hier los? Wir sind, glaube ich, echt jetzt langsam, aber sicher im Finale. Wie viele Granaten habe ich noch? Keine mehr. Okay. Weggerotzt. Oh, oh, da war noch einer. Einfach mal ein bisschen mit der Knarre schießen. Die macht zumindest alles tot hier. Alter, wie viele kommen denn hier? Oh, jetzt kommt wieder so ein Typ mit Schild. Alter, ich verrecke schon wieder. Adrenalin jetzt rein, ja. Ey, das geht mir auf den Sack hier, diese Schildkacke. So, down mit euch jetzt. Ist hier langsam mal Schluss? Fuck you, Alter. Erstmal weiterlaufen. Laufen. Bevor die Spassis von hinten mit dem Schild oder kommen. Gibt es hier irgendwo Adrenalin drin in der Bude? Okay, da hinten ist einer mit Schild. Den ignorieren wir mal kurz. Oh, hier unten ist irgendwas. Hier gibt es jede Menge Zeug. Neue Waffen, okay. Munition. Adrenalin. Da haben wir es doch. Ja, Schild in die falsche Richtung, Kollege. Bap. Gehst du down. Was ist denn das hier für ein Fight? Was muss ich denn hier machen gerade? Das war's, oder? Ja, das war's. Jut, laden wir die nochmal nach. Holen uns hier unten nochmal ein bisschen Zeug. Gibt's hier noch irgendwie Adrenalin? Was liegt denn da? Ah, hier, gucke da. Unser zweites Päckchen. Perfekt. Und weiter geht's. Und die Munition. Haben wir schon genug. Okay, gut. Ab geht's. Oh ja, hier liegt übel viel Adrenalin. Das sehe ich jetzt, nachdem der Kampf vorbei ist. Müssen wir überhaupt hier lang? Ne, wo müssen wir lang? Finden Sie die Waffe auf Stahlsbasis. Okay, hier oben vielleicht? Irgendwie ein Computer hacken hier oben? Nee, ne? Nö. Gut, dann. Aber wir müssen bestimmt da weiter, oder? Wir gucken trotzdem nochmal kurz hier runter. Hier ist aber auch noch eine Tür. Ah! Okay, hier ist ein Raumkleider, hier so ein Transportgerät. Bringt das irgendwas? Nein, ne? Wieso können wir hier raus? Ach, damit sind jetzt die ganze Zeit die Truppen gekommen, oder was? Also ich hätte die sogar hier direkt an der Tür bekämpfen können, die jetzt die ganze Zeit im Nachschub kamen. Ja gut, okay. Das jetzt nach dem Kampf zu wissen, ist natürlich grandios. Was gibt's denn hier noch? Ein schweres MG. Ja gut, ne. Wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht mehr. Kampf ist vorbei. Aber was ist dann das? Oder hätte ich auch von hier auf dich... Na gut, wir hätten auch von hier auf dich schießen können. Weiß nicht, kann ich auf die Plattform oder falle ich jetzt nach unten? Ne, wir können hier hin. Oh! Das war genau das, sehe, wo wir hin sollten. Sie entschlossen sind, mich zu töten. Jawohl! Sie wollen ihre Heimat beschützen. Das ist bewundernswert. Sie haben etwas, das vielen ihrer Art fehlt. Die Vertaner sind egoistisch. Sie kümmern sich nur um sich selbst. Sie mögen ihre Nachbarn nicht. Jeder will mehr, als der andere hat. In euren Herzen ist keine Liebe, nur Gier. Und wegen dieser Schwäche könnt ihr nicht fortbestehen wie wir. Wir haben etwas viel Stärkeres als ihr. Einen Glauben. Einen Glauben, der unerschütterlich ist. Egal wie sehr man an ihm rüttelt. Es ändert nichts, wenn sie nicht töten.
Es zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Es ist einfach eine Frage der Biologie. Sie wurden auf der falschen Seite geboren, Marshall. Nach mir werden andere meinen Platz einnehmen. Und letztendlich werden wir siegen. Was du laberst, Junge? Wir werden gewinnen, weil ich nämlich in dem Team bin, das gewinnt. So, zack, hier rüber. Ah, da sitzt er. Na, hallo, mein Kleiner. Wie geht's dir? Der Zerstörer. Der Terrazit hat einen Zweck. Die Schwachen sind gestorben. Und überlebt haben die Starken. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie dasselbe Schicksal erleiden. Die Geschichte will es. Die Hellgast können nicht länger hinweg das Schattenleben. Boah. Weggesniped. Alter, der schießt uns tot. Fucking Sinclair. Was soll denn die Kacke? Kommst du hier reinspaziert? Ich habe die Waffe. Du Motherfucker, Alter. Verstanden, Pulser. Perimeter wird gesichert. Ich dachte, ich kenne dich. Nach allem, was die Schweine uns genommen haben, hätte ich nie gedacht, dass du mich verraten würdest. Ich habe dir vertraut. Jeder Tag, an dem New Helgarn fortbesteht, ist eine Gefahr. Das habe ich gezeigt. Und jetzt werde ich diese Gefahr bannen. Für immer. Ich wollte dich immer beschützen, Junge. Aber ich konnte es wohl nicht. What the hell? Dieser Wichser hat uns einfach erschossen. Was soll denn der Mist? Also, wir haben die da jetzt nicht wirklich verraten. Oder? Nee. Guerilla Games. Okay. Ja, dann, wir haben den Krieg aufgehalten, glaube ich. Glaube ich? Ich bin mir nicht sicher, aber wir sind jetzt scheinbar am Ende angekommen. Also danke ich euch fürs Zuschauen bei meinem allerersten Next oder New Generation Let's Play. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich muss sagen, das war wirklich das allererste Let's Play, was so viel in sich vereint hat an Spielsystemen und so, die ich überhaupt nicht mag. What? Signal verloren. Kapitel 10. Oh, es geht weiter! Ich habe den Kontakt mit 2-6 verloren. Irgendwas stimmt nicht. Ich vermute, da ist ein Eindringling. Verstanden, 2-7. Wir haben zahlreiche Sicherheitsbrüche. Position halten. Sobald ich mehr Informationen habe, gebe ich sie weiter. Ende. Verstanden. Scheiße. Okay. Das ist ein Vektaner. Und wir stehen über ihm. Attacke! Oh, fuck, geht nicht. Woo! Bam! Ermordet. Zack, bist du tot. Hier, T-Backen. Okay, weiter geht's. Ja, eigentlich liefen gerade die Credits. Ich wollte schon meine Amtsansprache halten, aber setzen Sie eine Wartungsdrohne ein, um die Kamera auszuschalten. Kann ich auch einfach ausschalten, oder? Abschießen. Aber wir machen das einfach mal. Okay. Kletter, kletter, kletter. So, zur Seite drehen und hoch an der Wand. Und bam. Kamera aus. Also keine Ahnung, was jetzt hier gerade abläuft. Wir wurden ja eigentlich gerade erschossen. Und wir haben so eine kleine Drohne dabei. Zeitung mitnehmen. Oh, ein Werkzeugkasten. Wir haben nur die Pistole, okay. Oh, Lärm. Wir machen hier übel Lärm. Heimlichkeit ein- und ausschalten. Okay, machen wir mal. Ich habe jetzt gerade eine Vermutung. Ich bin mir...
Boah, fuck. Shit, wir wurden entdeckt. Was ist denn das für eine scheiß Waffe? Kann man die mitnehmen hier? Ja. Oh, hier, jetzt haben wir seit langem mal wieder eine Vectana-Waffe, eine Isa-Waffe. Mal schauen, ob die uns hier weiterhilft. Aber wir bleiben erstmal beim bei der Pistole mit Schalldämpfer. Kellen Lucas. Okay, wir sind immer noch Kellen Lucas, oder was? Weil ich dachte nämlich gerade, weil wir diesen Cloak-Anzug, also diesen Unsichtbarkeitskram haben und so eine hellgastige, keine Ahnung, Arbeitsspinne besitzen, dass wir jetzt ein Hellgast sind. Also wäre zumindest logisch, meiner Meinung nach. Oh, oh. Down. Müssen wir irgendwas drücken? Das hier mitnehmen. Ist auf jeden Fall crazy. Also wie gesagt, Credits liefen gerade und jetzt geht's weiter und wir sind jetzt auf einmal am Vectaner killen. Also ich weiß nicht, ob wir uns jetzt gerade als Lucas einfach rächen. Ist auf jeden Fall interessant. Hier ist nichts. Wir machen mal jetzt einfach so einen straighten Durchlauf. Sicherheitskamera, okay. Ach du Scheiße, übel viele und auch Zivilisten. Können wir die drehen? Nee, okay. Sicherheitskamera verlassen. Wir sind ja in irgendeinem Serverraum, so wie es ausschaut. Deswegen können wir auch auf die Kamera zugreifen. Okay. Was ist das hier Schönes? Wir sind ja irgendwie mitten in Vector, in irgendeiner Stadt. Ja, wir sind mitten in Vector. Und was soll hier passieren? Was muss ich jetzt machen? Mission geheim. Finden Sie das Präzisionsgewehr, deaktivieren Sie die untere Reihe und die obere Reihe an Überwachungssystem. Okay. Dann machen wir uns erstmal unsichtbar, würde ich sagen. Das ist, denke ich mal, das Schlauste. Und wo gehen wir dann als erstes hin? Da, da oder da? Wir halten uns erstmal außen und gucken mal, wie da der beste Weg wäre. Ups, runtergefallen. Okay, wir halten uns erstmal ganz, ganz außen. Weil ich habe, um ehrlich zu sein, so ein bisschen Angst, dass ich in so einen Zivilisten oder sogar in so einen Soldaten einfach reinrenne. Also die unsichtbar berühre und dann sehen die mich ja trotzdem. Okay, hier ist die Kamera, das ist schon mal scheiße. Wir gehen mal hier außen. Wir bleiben auf jeden Fall immer auf den Grasflächen. Wir bleiben nicht hier auf den Wegen, wo die Leute langlaufen. Kann ich hier unten durchkrabbeln? Ja, kann ich, sehr gut. Der läuft aber auch übers Gras, oder? Der Wichser. Okay, kann ich hier hochklettern? Ne, bringt nichts. Hier ist eine Kamera. Oh fuck, wo kommt der raus? Aus dem Busch? Aus dem Busch? Kann man hier durch die Büsche oder was? Ach crazy, hier Geheimgänge oder wie, hä? Ihr Vectaner-Schweine. Na gut, bringt das mir jetzt irgendwie was wegtechnisch? Oh doch, hier, 9 Meter. Wir sind gleich da. Wir sind hier gleich bei unserem ersten Ziel. Woohoo! Geil. So, hier Hand auflegen. Alakazam! Untere Kamerareihe, zerstört. Okay, gut. Das ist schon mal ganz nice. Hallo, da bin ich. Was machen die denn hier mitten auf dem Gras? Was sind das für Zivilisten? Das müssen wir irgendwie nach oben kommen. Kann ich hier durch diese Gänge nach oben kommen? Ne, da geht's ja nur darüber, wo wir gerade rein sind. Wo geht's hier hin? Okay, achso, das ist hier der Buschgang, wo der gerade rauskam. Das ist natürlich schon mal scheiße. Wo geht's hier hin? Was gibt's denn hier? Hier ist gar nichts, oder? Kann man nach draußen schauen, das bringt mir nichts. Ah, da kann man vielleicht zum
Soldaten ausweichen, wenn die hier gerade ihre Patrouille durchlaufen. Okay, also müssen wir jetzt erstmal nach irgendwo da hinten. Aber da müssen wir auf jeden Fall raus, weil das ist nicht von Vorteil, wenn wir da drinnen sind, für uns. Fuck, Alter, Zivilisten, verpisst euch. Lauf weiter, Schlampe. Ich laufe hier echt ohne Mist. Oh fuck, hier ist eine Kamera. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich klein in irgendeinen Zivilisten reinlaufe. Können wir uns... Okay, die hören auf jeden Fall nicht unsere Schritte. Also wir können uns relativ fix fortbewegen. Wo ist der nächste Punkt? 45 und 28, aber wir sind unten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Oh fuck, Kamera, Kamera. Lauf, Junge, lauf. Okay, hier ist eine Treppe. Wir könnten eigentlich nach oben gehen. Wobei... Ne, wir sind jetzt einmal unten. Wir machen jetzt erstmal kurz unten fertig und dann gehen wir hoch. Wir kennen jetzt auf jeden Fall schon mal den Weg, wo wir jetzt gleich weiter können. Klettern mal hier. Okay. Oh, da... Fuck, eine Wache. Ah, da ist der Schalter. Ob der das mitbekommt, wenn wir da jetzt draufdrücken? Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Sesam, öffne dich. Okay, jetzt sind die oberen Kameras aus. Und wir wollen jetzt nach oben. Okay, dann spielt uns das ja quasi sogar in die Hände. Das ist ja gar nicht so schlecht. Kletter, Junge. Gut. Oh, fuck, Soldaten. Den Weg, den ich laufen möchte, nehmen auch die Soldaten. Das müssen wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Kommt jetzt hier noch jemand? Ne. Hallo. So, wir wollen jetzt da in die Mitte rein. Da steht aber ein Soldat. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Weil wenn der sich nicht da wegbewegt, kommen wir da nicht hin. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch mehr Wege nach da oben. Zum Beispiel den hier. Oh fuck, der läuft. Der läuft. Oh fuck. Lasst mich in Ruhe. Ist das jetzt der da vorne stand? Ne, der steht immer noch da. Okay, da läuft einer lang. Kommt der einer von unten? Ne. So, wo willst du lang? Hoffentlich nicht zu mir, oder? Fuck, Alter, wie komme ich denn da... Ich glaube kaum, dass ich mich hier direkt auf der Brücke an dem Typen da vorbeiquetschen kann, ohne dass der das mitbekommt. Wo ist denn jetzt der Typ, der hier vorne stand? Nicht, dass er jetzt gleich hinter irgendeiner Rabatte hervorkommt und so, hey, zack, mir an die Schulter fest und dann bin ich aufgefallen. Ne, da war er, glaube ich, gerade. Oh fuck, da, Alter, hier ist alles voll mit Soldaten. Okay, da ist das Ding, aber der Typ steht ja hier, oder? Der Typ steht immer noch. Kann ich den messern? Ach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt echt probieren will, den zu messern. Und dann auf jeden Fall nicht von vorne. Wir probieren das jetzt. Weil der schaut ja direkt auf das Ding, was wir da aufmachen wollen. Wir messern den jetzt. Ich hoffe mal, dass die anderen das nicht sehen. Okay, das hat uns schon mal in die Hände gespielt. Und da ist auch schon die Sniper. Nice. Gebt euer Bestes. Okay, okay, okay. Gehen Sie zum Aussichtspunkt. Wo ist der? Da unten. Das da? Oh fuck, Soldat. Weg hier. Komme ich da am besten hin? Am schnellsten. Ich will das hinter mich bringen. Ich hasse diese Sneak-Kacke ohne Mist. Das Spiel ist echt geil, aber diese Sneak-Scheiße hier geht mir auf den Sack. Wo kommen wir hier raus, wenn wir hier durchgehen? Achso, da kommen wir einfach nur nach unten. Da kommen wir direkt vor Zivilisten raus. Das ist ja auch genauso scheiße. So, da ist ein Soldat. Der geht aber gerade zur Mitte. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, der rennt. Scheiße, wenn er die Leiche sieht, habe ich ein Problem. Da ist auch noch ein Soldat. Fuck, also wir nehmen mal hier die Treppe, die wir vor uns genommen haben. Oh, scheiße, die haben die Leiche gefunden, oder? Go, go, go. Wir springen mal kurz hier runter. Wir müssen ja irgendwie zu diesem Aussichtspunkt, der hier direkt in der Mitte ja zu sein scheint, oder? Müssen wir hier hin? Wo müssen wir hin?
Dient sie zum Aussichtspunkt. Ach so, jetzt weiß ich. Hier, da, wo wir vor uns reingeklettert sind. Da, wo wir vor uns rausgeglotzt haben. Hier. Da sollen wir hin, oder? Sehe ich das falsch? Ah. Zielfernrohr ausrichten. Alter, mit der dicken Sniper. Wow, crazy. Sinclair. Sie sind ein Fehler. Sie teilen unsere Werte nicht. Und sie verdienen. Boom! Ist für Keller. Das war Echo? Das war die Stimme von Echo? Und wir haben jetzt einfach Sinclair weggeballert. Wir sind die ganze Zeit Echo gewesen. Wir waren die geile Schnitte. Fuck! Und wir geben dem einfach mal einen dicken Headshot. Der Erlöser. Ah, nee, doch nicht vor der Brust. Na gut, das ist ja auch okay. Hauptsache, der Typ ist tot. Aber dann hat sich ja jetzt quasi Echo geopfert, oder? Die kommt doch niemals aus Vectar raus. Boah, war das übel. Oh, nochmal übelst gesneakt und jetzt einfach Sinclair gekillt, um Lucas zu rächen. Puh. Ja, ich hatte ja vorhin schon eigentlich meine Abschiedsrede fürs Let's Play gestartet. Die fange ich jetzt nochmal neu an. Also ich danke euch allen fürs Zuschauen. Vielleicht ist jetzt das die Credits hier werden jetzt vielleicht gleich wieder abgebrochen, dann geht's mit noch einer Mission weiter oder so. Aber auf jeden Fall danke Leute fürs Zuschauen. Wie gesagt, das war mein allererstes Next Generation Let's Play und es hat halt, wie gesagt, extrem viele Sachen umfasst, die ich so spielerisch gar nicht mag, aber es war trotzdem ein sehr gutes Spiel, Grafik natürlich einfach nur bombastisch, wir sind ja wie gesagt jetzt erst seit kurzer Zeit auf den neuen Konsolen. Story war auch in Ordnung, insbesondere jetzt gerade das Ende, also durch das Attentat, was Echo extra für Lucas gemacht hat, finde ich extrem krass und auch gut und ich hoffe euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ihr habt die stressigen Passagen mit mir zusammen überstanden und ja, ich weiß noch nicht, was jetzt als nächstes für ein Projekt kommen wird. Folgt einfach auf meinem Kanal, wie ihr es immer tut. Also bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.